Servus Freunde, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Jo, im letzten Part haben wir die Gigantos? Heißen die Le Gigantos? Hießen die so? Und ich muss meinen Stuhl knacksen, denn mir tut mein allerwertes Haar ein bisschen vom Sitzen weh. Ja, das ist nun mal so, wenn man die ganze Zeit sitzt. Und das auch noch unbequem. Naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part diese ganzen Gigantos kalt gemacht. Die sind echt eklig, die Gegner. Und das sind die einzigen Gegner, die mir bisher so ein bisschen Angst bereiten. Wirklich, also die sind schlimm. Wir haben echt viel Muni verloren. Haben natürlich viel Munition für die TMP entsprechend und auch viel für die Sniper. Allerdings nützt das uns ja nicht viel, weil wir die Waffen eigentlich am wenigsten benutzen. Das ist natürlich eine Sache davon, dass wir die vielleicht öfter benutzen sollten. Das ist aber wiederum ein anderes Thema und das ist verschlossen, weil wir die Karte nicht haben und die haben wir ja im Gefrierfach, dem Gefrierraum umgetauscht, damit wir die jetzt hier einsetzen können. Das werden wir auch tun. Ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Ich weiß, dass das Spiel nicht mehr allzu lange geht. Ich drehe dann wieder um. Tschüss, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Diese Musik, so einladend und schön. Hallo? Ich höre Ketten. Kommen die hinter mir? Nee. Eine Granate. Juhu, endlich. Mal wieder. Haben ja nicht viel. Ich hab Angst. Echt, ich höre Kettengerasche. Hier ist aber nichts. Okay, da komme ich also runter. Und da kommt auch was. Alles klar, die haben uns noch nicht gesehen, so wie es aussieht. Okay. Dann schaue ich doch mal, ob ich das nicht zu meinem Vorteil verwenden kann. Acht. Geil, genial. Einer weniger. So, dann hätte ich gerne dich da. Genial. Warum, hä? Warum konnte der den jetzt nicht aufnehmen? Das ist aber schwach. Denn ich war drauf. Oder drauf. Ah, das klang jetzt so falsch, aber ne. Ach gut. So, aber jetzt muss das doch klappen. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Tschüss mit dir. Oh, verdammt. Ich glaube, das war's. Jetzt kriegen wir Besuch. Bitte sofort wieder nach unten. Du bitte auch. Und du bleibst bitte auch da unten. Danke. Okay, das war's. Ja, da möchte ich nicht runter. Oh, und grünes Kraut. Genial, Freunde. Wir kriegen jetzt echt viel Leben, muss ich sagen. Heilung vor allem. Ja, ist ja Leben. Oh, was fasle ich? Gott im Himmel. Die Räume sind alle so scheiße. Die gefallen mir gar nicht, weil man sie erstens nicht unterscheiden kann. Zweitens nicht weiß, ob gut oder schlecht. Und drittens, die sind hässlich. Irgendein Security-Scheiß. Oh, Laptops. Ja, welchen suche ich mal aus zum Let's Plays machen? Der, ja, das ist der bequemste Platz, würde ich sagen. Die sind zu alt. Damit kann ich keine guten Spiele mehr spielen. Open, was haben wir da? Eine Blendgranate. Nehmen wir mit. Hier ist nichts. Wo geht's hier lang? Ja, da möchte ich noch nicht rein. Denn ich glaube, ich konnte doch hier noch was machen, oder? Das leuchtet so. Da rutscht mir doch mein Finger aus. Jetzt ist die Security für die Tür.
Aber der macht nichts mit der Security für die Tür. Das ist ja das Schlimme. Naja. Gehen wir hier rein. Mal gucken. Einfach mal gucken, was passiert. Hä? Oh, das könnte böse enden. Also nicht für mich. Ihr klopft was. Wo muss ich denn hier hin? Gott verdammt. Das kann ich öffnen. Das endet mal wieder für meine normale Waffenmunition. Irgendwo hinter der Wand klopft das doch hier, oder bin ich hier falsch? Oh. Gott verdammt. Im Himmel. Was habe ich denn jetzt immer damit? Das ist ja... Wow, jetzt wird's langsam echt viel mit der... sag schon. Heilung. Das heißt, hier steht irgendwas Großes an. Davon können wir schon ausgehen. Nehmt mal das hier. Und dann habe ich auch keinen Plan mehr für euch. Nee, ich sollte vielleicht mal was ausrüsten. Ansonsten könnte das ja leicht schlimm werden für uns. Okay, okay. Komm schon. Kick, kick. Jawohl, das ist sehr gut. Und komm schon. Okay, alles klar. Puh. Hat zwar wieder einiges an TMP-Munition gekostet, aber was soll's? Ich glaube, wir können die hier nicht rausholen, oder? Ich brauche eine Karte. Okay, das heißt, die kriege ich so nicht raus. Ich muss hier rein. Na prima. Was die dann schreit, wenn ich die eh nicht rausholen kann? Soll die mir noch sagen, dass ich eine Karte brauche? Gott. Verdammt. Der Raum kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier war schon mal. Ach nee. Irgendwie sehen die auch immer alle ein bisschen gleich aus. Könnte auch die Kanalisation... Tut mir leid. Ja, Gott verdammt. Wow, wow, wow. Ja, du bist scheiße. Alter, was geht hier ab? Alter, das ist echt zu viel des Guten jetzt hier. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Okay, das war's mit dir. Ja, komm. Ah, das gibt's nicht. Das. Also das ist wirklich ein bisschen sehr übertrieben. Muss ich mal sagen, Freunde. Okay, das kann ich also nicht machen. Okay, das ist scheiße. Aber das ist wirklich sehr übertrieben. Also das ist ja nicht mehr feierlich. Was da an Munition und Power und Munition und Power und das ist ja viel hier drin ist in so einem kleinen Raum, wo man nicht ausweichen kann, nichts, gar nichts. Das ist übertrieben. Und auch ganz schön schwer, muss ich sagen. Eine sehr, sehr scheiß Stelle, die wir gerade so überlebt haben. Dadurch leider wieder zwei Kräuter. Where are the X-Rays showing? Hä? Verstehe ich nicht. Okay. Ja, bringt natürlich nichts, war mir irgendwo klar. Ah, na, was wartet hier unten auf mich? Ha! Ein weiteres großes Gebiet. Toll. Toll. Richtig klar. Oh, Shotgun-Munition. Geil! Dass wir sowas noch einmal finden werden, hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Ne, jetzt im Ernst, Freunde, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Aber die kann ich eigentlich gleich wieder in die Waffe reinstecken. Weil dann haben wir 14 Schuss und dann ist die leer. Toll. Wahnsinnig toll. Das hat uns ja megamäßig viel gebracht. Also wirklich.
Munitionstechnisch, naja, für das Scharfschützengewehr haben wir eine Menge. Passt mal auf, das können wir doch eigentlich mal ausrüsten. Ach du Scheiße, ein Laservisier. Das finde ich natürlich, naja. Gucken wir mal, wie das so ist. Wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen mit der Waffe rum. Mal zu schauen. Kam ich auch nicht her? Nee. Hier muss ich hin. So wie es aussieht. Und hier ist auch ein Safe Point irgendwo. Hier? Hier oder da? Hier. Oh, cool. Ah, ich kann also speichern und kann auch hier den Part beenden. Das ist sehr gut, Freunde. Ah, dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Na, halt. Stopp. Bevor ich Tschüss sagen kann, muss ich natürlich erstmal Stopp drücken. Und das habe ich natürlich immer nicht gemacht. Also nochmal, Freunde. Tschüss.